Mein Name ist Maike Köhnken-Höchel und ich arbeite hier als Head of Corporate Services. Also für mich macht es das aus, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite eigentlich. Und im Team, dass man ja auf Augenhöhe, dass man wirklich miteinander arbeitet, dass man sich alles sagen kann, dass man auch mal kontrovers diskutieren kann. Auch im Zusammenhang mit den Vorgesetzten finde ich das eine sehr entspannte Atmosphäre hier. Sehr offen und ehrlich geht man miteinander um. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich hatte immer das Gefühl, dass man ehrlich mit mir umgeht. Und auch, dass ich auch alles ehrlich sagen kann, wenn mal was nicht läuft. Das ist auch ganz wichtig. Also wenn man sieht, es geht hier gerade in die falsche Richtung. Das ist hier immer gegeben gewesen, dass man offen auch Dinge anspricht, die vielleicht mal nicht gut laufen und dass dann eine Lösung gefunden wird auch. Schifffahrt und Nachhaltigkeit ist ein Thema, was, glaube ich, neu gedacht wird und noch nicht so alt ist. Da ist in den letzten Jahren viel passiert und da waren wir auch immer auf einem Vorreiter. Es war immer schon auch klar, dass es ein wichtiges Thema ist und dass da auch in der Zukunft viel passieren muss. Und es passiert auch aktuell gerade sehr viel. Ich kann kaum sagen, dass mein Arbeitstag jeden Tag gleich ist. Also es ist wirklich immer in Bewegung, fordert auch Flexibilität von allem. Also es gibt Tage, komme ich morgens ins Büro und denke, okay, heute mache ich das und gehe dann abends und habe was beschäftigt. Ganz was anderes gemacht und gar nicht das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Aber das macht es spannend. Also das ist auch der Reiz. Ne?